So Leute, da sind wir wieder mit unserem Let's Play Advance Wars. Oh yeah. Wir fangen heute die Kampagne an und werden mal schauen, wie wir da vorankommen werden. Los geht's. Much story is awaiting. Streitkräfte des Sternenkorps Orange Star. Schon. Aber Nell würde die Hauptstadt nicht ohne Schutz zurücklassen. Das bedeutet, es gibt einen neuen Kommandanten. Hahaha, exzellent, der Sieg ist mir sicher. Ohne Nell ist das Korps von Orange Star keine Bedrohung. Dieser Anfänger wird seine Lektion schon lernen. Ich heiße Andy. Schön, dich kennenzulernen, Fox. Achso, den sprechen wir ein bisschen freundlicher. Auf in den Kampf. Okay, Fox, Andy, könnt ihr mich hören? Nell, bist du das? Ist das ein Sendeempfangsgerät? Auch genannt Telefon oder Funker? Yep, Andy. Ich verwende es, um von hier aus Kontakt mit dir aufzunehmen. Da dies dein erstes echtes Kommando ist, behalte ich dich etwas im Auge. Ach, Nell, bitte, lass das. Also, ihr seht, wir haben ein paar Truppen, die haben auch ein paar Truppen. Alles soweit ganz witzig, aber die haben natürlich die besseren Truppen. Zum Beispiel hat der... Nur der hat auch nur einen Kampfpanzer, aber der hat zum Beispiel einen Raketenwerfer. Das haben wir, zwei Raketenwerfer, das haben wir nicht. Aber das ist alles kein Problem. Aber als allererstes kloppen wir mal seinen Jagdpanzer da weg. Ich frage mich gerade, ob das nicht vielleicht eine schlechte Idee war. Gucken wir mal. Nein, gerade so nicht. Das heißt, wir können ihn nicht komplett wegballern. Weil, das könnt ihr uns erreichen. Super. So, den schicken wir auch damit hin. Ausladen. Und die schicken wir jetzt einfach da hoch. Zack. Ja, die Kampagne geht los. Jetzt beginnt der Ernst des Lebens. Oder sowas in der Art. Den greifen wir natürlich nicht an, denn er steht auf besser geschützten Gebieten. Beat als wir. Also er hätte hier, wie man sieht, zwei Deckungen und eigentlich hätten wir angreifen können. Na gut, passiert. Bam, bam, da ist Olaf. Da ist Olaf. Das ist richtig, Günther. Das war jetzt nicht so schön, aber... 1, 2, 3, 2, ja. Super. Ah, der steht gut. Also ihr seht jetzt, wir könnten jetzt verschiedene Angriffstaktiken laufen. Natürlich werde ich als allererstes mal gucken, wie viel Schaden wir hier machen. 49, das ist in Ordnung. Bam. Da haben wir nicht viel verloren. Dann... 67, wie viel machen wir hier Schaden? 63. Wir versuchen das einfach mal so eben. Es wird jetzt riskant, aber ich versuche mal mit der Flak abzuschießen. So, los. 19. Naja gut. Hat nicht ganz für das gereicht, was ich erwartet habe. Aber das ist nicht so schlimm. Bam. Badam, badam. Na, wir schießen den ab, weil der ist mit Vieren doch noch gefährlicher als der eine mit einem. Es könnte sogar sein, dass er ihn zurückzieht. Moment. Ah, den. Da lag wieder irgendein Scheiß rum, den irgendjemand fatalerweise hat liegen. Ach, das... Naja, gut. Guckt mal. Jetzt machen wir erstmal das da. Bam. Er kann in der nächsten Runde übrigens seinen Schneesturm rufen, das ist mir bewusst, ja. das Risiko muss ich allerdings eingehen. Denn... Ich will ihn ja trotzdem besiegen und wenn ich ihn da ein bisschen runterputze, gerade wo er so gut steht. Hier zum Beispiel, das hier. Jetzt hat er dann noch einen, das ist in Ordnung. Gucken wir mal, wie doll er den wegballern kann. Und zack. Schönes Ding, schönes Ding. Wenn wir jetzt noch richtig Glück haben, begeben wir uns jetzt
Ah, schade. Ah, wir begeben uns dahin. Und wie wir wissen, knallt das ganz schön weg. Wie ihr seht, da oben unsere Kogabeleiste füllt sich auch langsam. Aber das dauert noch ein bisschen. Und er kann jetzt Schneesturm einsetzen. Da habe ich gesagt. Ein Schneesturm soll toben. Ja, das war vorauszusehen. Ich mag das Winter-Theme. Olaf hat coole Musik. Na, was hab ich euch gesagt? Er zieht sich zurück, Mensch. Ich verliere nur die Flak. Ja, das ist echt schade. Doch da kann man ja hier wohl nichts tun. Das ist keine gute Idee. Ihr seht auch, defensiv erstmal ist die Truppenstärke eine ganz andere. Ja, er ist jetzt auch nochmal ein bisschen gestärkt durch seinen scheiß Schneesturm. Wenigstens verliert er, das zum Beispiel ist nicht gut. Wenigstens verliert er gleich seinen einen Raketenwerfer. Und wie ihr seht, auf der Straße weiterhin gleiche bis auf Flug erhöhte Kosten. Dann schießen wir den hier mal tot. Wenn uns gerade sowieso nichts passieren kann. Dann nehmen wir hier ein Gebäude ein. Wie viel würde das denn abziehen? 52. Ja, machen wir einfach mal, weil ist halt so und so, ne? Ihr seht in den ersten Kämpfen, ja, ist es noch so semi-spannend. Das liegt auch daran, dass wir noch keine Einheiten bauen können und / müssen. Aber wir sind immerhin schon 7 Minuten hier am Spielen. Das heißt, es frisst doch alles so seine Zeit. Dieses Spiel wird etwas länger dauern, als ich erwartet habe. Vielleicht hätten wir uns wirklich den Anfang sparen können, aber wäre natürlich nur halb so witzig gewesen. Bam. Da haben wir da schon mal die Hälfte weggeplatzt. Und von dem platzen wir auch ein bisschen was weg. Ja, mit dem können wir jetzt natürlich nur einen vorrücken. Peng. Du bist weg. Ah ja. Ja, sie verrät mir jetzt, dass die Leiste voll ist. Das Maß ist voll. Ich könnte jetzt meine spezielle Kogabe einsetzen. Aber ich gucke gerade. Doch, das lohnt sich. Also ihr seht jetzt Andys Kogabe. Super Tuning. Man könnte jetzt natürlich sagen, es ist verschwendet, wenn man weiß, was sie macht. Also sie füllt um, ihr seht das hier, 6 waren es vorher, hier waren es 7. Sie füllt mir 2 Einheitenpunkte wieder auf. Ich muss aber dazu sagen, dass sie eigentlich jetzt verschwendet ist, weil sie normalerweise nochmal ein bisschen Angriffsbonus gibt. Aber zum Beispiel die Einheit hier hätte wahrscheinlich die nächste Runde nicht gesehen. Und so kann ich dann in der nächsten Runde schon wieder Koga-Punkte sammeln. Oh ja, und der Schneesturm dauert hier nur eine Runde. Sehr schön. Was wir im Tutorial anders in Erinnerung hatten. Mal mein Mikro ein wenig umplatzieren, damit ich noch genug sehe. So, ihr seht, er hat die Einheiten geeint. Das soll ihm natürlich nicht viel helfen. Wir greifen ihn trotzdem munter an. Denn, ja, wir haben es halt einfach drauf. Und wie ihr seht, können wir da oben jetzt schon wieder Kogabe sammeln in der Leiste.
Ach, weißt du was? Stirb einfach. Ja, eigentlich schade, dass wir hier oben die Flak verloren haben. Fällt mir jetzt gerade mal so ein bisschen auf. Aber das werden wir alles überleben. Denke ich mal. Okay. Oh, also ich muss jetzt... Weil der kann bis dahin, kann ich das abdecken? Ja, also wenn er ihn angreift, kann ich ihn bestreichen, sage ich jetzt mal. Da mir das MG, da mir die Panzer noch zu wichtig sind, im Gegensatz zu den Speeren, werde ich erstmal da den halben Bums rausnehmen und dann gucken. So. Weil die Bazookas, der Schaden, den sie an meinen Panzern machen würden, wäre mir, naja, nicht so lieb. Sagen wir es einfach so. Und deswegen opfere ich lieber die Einheit da vorne. So. Ration verteilt. So, Olaf, das war keine gute Idee, nur dass du es weißt. Denn jetzt kann ich erstmal das machen. 51, das heißt, es sollte auf 40 runtergehen. Auf 30 sogar, seht ihr mal. 24%. Ich würde sagen, das war's dann. Die einen wir, dann haben wir eine 10er Einheit und hier nehmen wir trotzdem jetzt erstmal was ein. Auch wenn das eine Runde länger dauern wird. Zack, 72. Übrigens werde ich nicht auf Tempo oder so spielen. Oder auf Rang. Ich werde das, ich werde die Kampagne durchspielen, aber ja, ich mache mir da immer keinen Stress bei. Nicht, dass ihr euch wundert. So. Jetzt kriegen die alle drei Rationen. Das ist natürlich ganz gut gewesen. Und... Drrr. Ich überlege gerade, mit welchem Trick wir dort den den Kampfpanzer rausnehmen. Ich glaube, wir werden so einen Trick auswählen. Warte mal, wenn ich ihn dahin, dann kann er von da oder von da angreifen. Kann ich beides bestreichen, super. So, 1, 2, 1, 3. Das heißt, wenn ich den jetzt auch noch... Warte mal, Moment. Ne, die Ecke ist nicht. Okay. Super. Nee, das ist doof, weil da muss ich warten. Okay. Mal gucken, ob er sich locken lässt, wie ich mir das denke. Ja. Oh, sehr schön. And not a single Panzer was harmed these days. Außer mein Truppentransporter. Aber der zählt jetzt gerade nicht.
Weil jetzt kann ich nämlich das machen. Jetzt kann ich die ersten 40% damit abziehen. Und damit sehe ich schon, gerade wenn ich auf meine Uhr gucke, dass damit schon wieder die erste heutige Folge vorbei ist. Die erste heutige. Was ein Schmarrn. Und ich würde sagen, wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. Bis dahin und tschüss.